Herzlich willkommen zu einer neuen Folge A Plague Tale Innocence. Wir sind erfolgreich aus dem Camp entkommen und sehen wir jetzt mal, wie es weitergeht. Die Flucht ist auf jeden Fall noch nicht beendet. Es wird noch einiges auf uns zukommen. Da ist Lukas! Ja, weiter los! Was habt ihr mit dem vor? So, jetzt bin ich gefragt. Was? Hey, Lukas. Ich bin so froh, euch wiederzusehen. Hey, du siehst nicht übel aus. Ja, ich war in einem Käfig und dann gab es eine riesige Explosion. Boom, dann sind wir zu Mellies Haus. Und sie hat viel geflucht. Das habe ich gehört. Was ist mit dir, Lukas? Alles gut? Könnten wir das unterwegs besprechen? Oder sollen wir Wein und Braten rausholen und darauf warten, dass sie uns abschlachten? Was meint ihr? Du hast recht. Gehen wir. Das Chateau sollte nicht mehr weit sein. Na dann los. Kommt, es ist nicht mehr weit bis zum Aquädukt. Wie es aussieht, habt ihr einigen Ärger gehabt. Sag bloß. Du hast ganz vergessen, uns von der Inquisition zu erzählen. Dann hättet ihr meinen Vorschlag nicht akzeptiert. Den mit deinen angeblich reichen Freunden? Wir finden schon eine Lösung. Erzähl das meinem Bruder. Was ist hier passiert? Etwa ein Unfall? Ein Karren der Inquisition. Die Ratten. Da drin ist sicher etwas, das wir gebrauchen können. Wie sollen wir da nur vorbeikommen? Oh, Amicia, ich habe etwas für dich. Ich habe Ignifa weiterentwickelt. Echt? Zu Luminosa. Du wirfst es mitten in die Ratten und... Na, du wirst schon sehen. Hier, nimm. Salpeter, Alkohol und Leder. Alles gut vermischen. Gerne doch. Wirf es auf die Ratten. Wow. Boom. Luminosa. Das brennt in den Augen. Das hat sie pulverisiert. Das stimmt allerdings. Lukas, der Karren ist randvoll mit alchemistischen Zutaten. Das ist nur logisch. Die Inquisition. Sie hätten nicht von der Makula gewusst, wenn sie keine alchemistischen Texte gelesen hätten. Ich weiß zwar nicht, was sie vorhaben, aber diese Karren werden uns noch nützlich sein. Und eine Werkbank. Mir fehlt immer noch Schnur. Ausrüstung. Na komm, machen wir das auch mal. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Okay. Das Aquädukt, wir sind fast da. Na endlich, jetzt werden wir mehr erfahren. Das stimmt. Kletter hoch, ich helf dir. Ja. Gehen wir das Aquädukt drauf? Hugo, es heißt Aquädukt. Oh! Aquädukt. 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 Nelly, wo ist dein Bruder? Ich will nicht darüber reden. In Ordnung. Oh. Gut gesehen. Tja, ich bin eben ein Meister. Komm hoch mit dir. Na gut. Was? Ist das alles? Hier ist nichts. Lukas, sag nicht, dass das alles umsonst war. Nein, nein. Laurentius war ein kluger Mann. Das ist der Trick eines Alchemisten. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Wie wär's mit? Nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst. Wer geht zuerst? Gut gemacht. Amicia? Los, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Das ist mein Mädchen.
Sieht irgendwie gefährlich aus. Wow! Oh. Nicht übel. Ist das das Meer? Nein, nur Wasser, das sich im Untergrund gesammelt hat. Hey, da ist ein Ponton. Dieser Ort wurde von Menschen genutzt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich habe noch nie von diesem Ort gehört. Und das Chateau, wo ist es? Wenn du es unbedingt wissen willst, wir müssen erst hier rüber. Gut gemacht. So, ein Rätsel. Aber ich kann wetten, dass gleich hier Ratten kommen. Eine Seilfähre. Eine was? Das Boot wird mit einem Seil bewegt, das man selbst ziehen muss. Da ist eine Kurbel. Dann kannst du mir zur Hand gehen? Also schön. Dieser Ort ist unglaublich. Ja, gar nicht schlecht. Schade, dass wir keinen Wein und Käse dabei haben. Das wäre herrlich gewesen. Das funktioniert nicht von selbst. Setz mit Hugo über. Wir kommen dann nach. Meinst du wirklich? Ja, es ist ohnehin nur Platz für zwei. Melly, übernimmst du? Lukas, schlaf nicht, sondern hilf mit. Ja, ja. Das Wasser ist grün. Ja, weil da unten viele Geschöpfe leben. Denen muss ziemlich kalt sein. Vater hat mich einmal zum See bei Turf mitgenommen. Ich bin ausgerutscht und reingefallen. Das war so kalt, ich musste heulen. Da hätte ich auch heulen müssen. Euer Boot wartet. Soll ich einsteigen? Ja, bitte. Ja, Hugo, steig ein. Hoffentlich können sie schwimmen. Gut festhalten. Los geht's. Wow. Ich sehe gar keine Fische. Oh, das liegt an dem Monster. Was, ein Monster? Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert. Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar hungrig. Stimmt ja gar nicht. Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Du hast mich erwischt. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Gut, hier steigen wir aus. Oh, das war viel zu kurz. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. So, erstmal looten, bevor die anderen kommen. Schnur. Ja, schade, kann man nicht mitnehmen. Dann werde ich jetzt kurbeln. Es gibt hier keine Monster, aber vielleicht ein Wal. Wale sind ziemlich groß. Ja, aber ein kleiner? Kann sein. Ein scheuer Wal, der sich nicht gerne zeigt. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Ihr seid dran. Wir kommen. Gut, ihr könnt loslassen. Wow. Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Ich mag nur Wasser nicht so besonders. Das ist alles. Melly, hör zu. Ich wollte dich nicht anlügen. Ich dachte, Amicia und Hugo sterben vielleicht. Und ich hatte Angst. Ich... Vergiss es. Das liegt hinter uns. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt. Abgemacht? Na gut. Worüber habt ihr gesprochen? Erwachsenen-Dinge.
Los, gehen wir weiter. Sind ja selber noch Kinder. Erwachsenen-Dinge. Fast übersehen. Ach, verschlossen. Nicht mehr lange. Lasst mich mal vorbei. Ist offen. Na bitte, natürlich. Die haben mir gerade noch gefehlt. Was ist das hier für ein Ort? Das... Nein, das kann nicht sein. Das muss ich mir näher ansehen. Diese Grube. Was denn, Lukas? Was ist denn, Dieses hängende Feuerbecken kann den Graben entlang schwingen. Lukas! Und dies da aus der anderen Richtung. Eine Verteidigungsanlage. Wie bei einer Burg? Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Und? Wie funktioniert sie? Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Könnte nützlich sein. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus. Komm, Lukas, lass uns mal nachsehen. Gut, Melly. Während die Jungs tagträumen, gehen wir weiter. Wer hat das gebaut? Vielleicht, irgendwelche Ritter? Ich glaube nicht, dass Ritter mit Stein und Mörtel umgehen können. Aber Handwerker. Und zwar eine ganze Menge von ihnen. Lukas, der Bau ist schon lange her. Aber die Ratten sind erst seit kurzem hier. Du hast recht. Und bei dem Gedanken kriege ich Gänsehaut. Tja, da hat der Junge gut aufgepasst. Melly, kannst du sie öffnen? Nein, vielleicht auf der anderen Seite. Einmal kurbeln. Geht alle in das Loch. Na los, in den Graben. Wir müssen auf die andere Seite. Gut, kommt mit. Die Jungs bleiben hier. Also schön. Ich kümmere mich um die Tür. Und ich kümmere mich um das Feuer. Na los, kommt rüber, ihr faulen Pelze. Überall diese verdammten Ratten. So, jetzt werde ich erstmal die Ratten hier fangen. Eins muss man ihn lassen. Die Anlage ist sehr effizient. Perfekt. Dann los. So, aber ich versuche die Ratten mal zu töten, indem ich hier das Zeug runterschmeiße. Ich werde es einfach mal probieren. Ich gehe zuerst. Natürlich.
Mal gucken. Millionen Ratten zerstört. Noch eine Tür. Könnte die richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Da bin ich ehrlich gesagt auch noch gespannt. Melly, ich brauche hier deine Hilfe. Schon unterwegs? Komm schon. So langsam habe ich genug von all diesen Türen. Seht mal, wir haben es gefunden, das Chateau. Wow. Es existiert tatsächlich. Chateau d'Ambrage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber... das ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Finde das Chateau. Erreiche das Chateau. Ratten! Ich weiß nicht wie. Oh, hast du das gesehen? Der Blitz. Sie haben Angst vor Blitzen. Lass es uns versuchen. Ist das euer Ernst? Aber ich will erstmal hier hinten gucken. Also schön. Offen. Soll das die Wundermedizin sein, von der Sie gesprochen haben? Riecht nicht besonders gut. Wenn es nicht stinkt, hilft es nicht. Da hast du nicht unrecht. Die Musik hier. Heftig. So, wir versuchen es einfach. Los, lauf! Das ist doch verrückt! Nie wieder. Ein Gebäude. Unglaublich. Eindeutig zu viele Ratten. Wir sind zu weit oben. Keine Sorge, Hugo. Das ist so weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Das müsste helfen. Noch nicht. Oh. Das Feuer ist ausgegangen. Und ich habe nicht aufgepasst. Das ist so weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Jetzt, na los. Das müsste helfen. Noch nicht. Aber jetzt. Los, wir werden es schaffen. Scheiße. Und jetzt hier hoch? Komm, ich helfe dir. Na gut. Geht es euch allen gut? Ich habe auf jeden Fall Loot übersehen. Geschafft. Wir kommt sind da rüber. Seht euch das an. Oh, von hier aus ist es sogar noch größer. Gehen wir rein, los! Mal sehen, ob ich noch eine Folge schaffe, ohne zu sterben. Wir sind gespannt. Unglaublich. In dem Turm dort drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? So, an dieser Stelle beende ich die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.
Bleibt dran und tschüss.